Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir spielen weiter Starlink und zwar befinden wir uns im direkten Kampf gleich mit der Dreadnought. Die steht hier vorne. Wir sind noch hier hinten, müssen also noch hinfliegen. Ich habe, falls ihr bei der letzten Folge nicht dabei wart, weiß ich, dass wir genau hier vorher angehalten haben. Ich habe in der Zwischenzeit, weil ich einfach ein bisschen höher levelig werden wollte, bin ich auf den Planeten Kirit zurückgegangen und habe den 100% gemacht. Also ich habe alles, was die so haben, hochgepowert, habe alles gekillt, was man killen konnte. Und wie man sieht, habe ich erst 27% entdeckt. Aber wir haben die kompletten Allianzvorteile auf unserer Seite, 100%. Dass das reicht. Man kann natürlich noch mehrere Sachen bergen und so, aber das machen wir erstmal nicht. Ich habe es erstmal so gemacht, dass ich auch Kohle bekomme von denen. Und das die ganze Zeit. So, wir fliegen jetzt ab zum Dreadnought. Mit Hyperschallgeschwindigkeit. Und letztes Mal waren wir ein bisschen dichter dran. Das heißt, wir kann sein, dass ein, zwei Kämpfe uns entgegenkommen mit ein paar Outlaws. Aber so ist es. So, wir sehen, bin ich Level 10. Ist nur zwei Level höher als letztes Mal, glaube ich, ne? Noch ein bisschen, jetzt haben sie natürlich mal drei Fallen hier. Weiter durch, ohne zu kämpfen zu müssen. Super. Bereich sicher. Es werden uns bestimmt noch zwei, drei Fallen entgegenkommen. Ist dann so. Aber wir versuchen jetzt einfach mal hinzukommen. Achso, falls ihr es nicht gesehen habt, ich habe auf der Karte, ich habe auch mal hier so ein Outlaw-Versteck zerstört. Und man findet da ganz gute Sachen. Dauert ein bisschen, die zu zerstören, aber dann irgendwann klappt es. So, wir fliegen mal weiter. Ich werde euch auf jeden Fall zeigen, wie man so ein Outlaw-Versteck noch zerstört. Das werde ich auch noch in irgendeinem Video machen. Aber ich denke, das Video, wir müssen das Ganze ein bisschen komprimieren alles. Denn wenn ich jeden Planeten auf 100% mache, dann werdet ihr euch sehr schnell langweilen. Und ich auch. Weil das wirklich viel, einfach nur viel müßige Arbeit ist. Ein bisschen viel grinden, damit alles irgendwie klappt. So. Hyperraumfalle umgangen. Bereich sicher. So, siehst du, wir kommen den Dreadnought näher. Ich habe den schon einmal, ich bin den schon einmal kurz angegangen, einfach um zu sehen, wie es geht. Der war recht stark, deswegen dachte ich, leveln wir nochmal hoch auf zwei Level. Einfach nur, damit wir da so ein bisschen Power haben. Aber ich denke, wenn wir das Ding geschafft haben, haben wir auch nochmal ein höheres Level. Werdet euch definitiv dabei, ihr könnt definitiv dabei sein, wenn ich das nächste Mal einen Planeten komplett erober. Annäherungsalarm. Legion Dreadnought. Hyperantrieb deaktiviert. Warnung. Dreadnought-Verteidigungen aktiviert. Okay. Machen Sie sich kampfbereit. Wir müssen als erstes die Schütze auf dem oben drauf zerstören. Aber es kommen auch Gegner leider. Deswegen, es wird alles ein bisschen schwierig werden. Aber wir versuchen es mal. Richtig gut war ich beim letzten Mal nicht, als ich angegriffen habe. Und danach muss man die Augen angreifen. Aber wir versuchen es mal. Drehen. Also die schnelle Wende, die ist eigentlich ganz gut. Gerade wenn man hier so mit DGG spielt. Macht schon Sinn. Jetzt müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht ganz getroffen werden, weil sonst sind wir gleich tot, bevor wir überhaupt zu den Kanonen gekommen sind. Hoffen, dass wir jetzt mal nicht getroffen werden. So. Kommen natürlich immer mehr Flugzeuge nachher, ne? Das ist klar. Aber zumindest die ersten also gelöst haben. So. Und zurück. Oben drauf sind Kanonen, die versuche ich jetzt abzuschießen. Ist gar nicht so einfach, erstmal da hinkommen. Halt mit dem Flugzeug nervt es. Aber wir können natürlich gleich unsere Verstärkung anfordern. Kommen wir jetzt mal nach oben hier. Baut alles ein bisschen. Aber. Und nicht so viel von meiner Energie verschleudern. So, schon aufpassen, dass wir nicht von allen getroffen werden.
ist das schlecht. Okay, wir holen mal unseren Kollegen dazu. Das wird uns ein bisschen schwierig gerade. Wir dürfen auch nicht die ganze Zeit getroffen werden. Schild müssen wir ein bisschen anhalten kurz. Ah. Ziele zerstört. Oh, okay, macht nichts, wir haben noch was anderes. Trotzdem nervig. Hier können wir schnell mal ganz kurz in den Waffenbots reingehen, denn ich habe ein paar neue. Und die dafür benutzen, bei der Waffe. Mal kurz. So, 25% Kälteschaden, das ist doch schon mal gut. Kann ich nicht ach, das ist die Kältewaffe. Okay, muss man gleich auf eine andere Waffe nutzen. Die können wir behalten. Ja, ausrüsten. Zack. Warte, hier gehen wir nochmal rein. Zack. 50% mehr Kälteschaden. Da haben wir nochmal rein. Und nicht Schaden machen, sonst wird das alles nichts. Genau, wir haben auch noch ein paar was vom Griff nochmal gucken. Rein. Rein. Ältere Resistenz. Handling. Wird gar nicht so schlecht. Und. Handling ist vielleicht auch besser. Okay, wir sind bereit. Pilot kriegt auch noch einen Fertigkeitspunkt. Nicht vergessen auch den. Ah, den müssen wir auch zerstören. Vorsicht, Sekundengeschütze online. Es funktioniert. Auf die Augen schießen, wenn sie sich öffnen. Und auf diese Drakes aufpassen. Oh Mist, der hätte ich mal gehabt. So. Aufpassen, dass wir trocken werden von dem Heinis. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die Augen sind hier. Letztes Mal habe ich mich dumm und dusselig gedrückt, die sind auf der anderen Seite. Ah, ja, die sieht er wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht. Ah. Oh. Ja, aufpassen ein bisschen. Ah. Das
zerstören wir dich. Jetzt war. Musik, ich finde die Musik so geil. Zum Auge. Dann bin ich wohl raus. Oh, oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Geh auf. Und wieder Feinde. Mann, Mann, Mann. Hier noch erledigen, sonst hört er mich die ganze Zeit beim Schießen. War es also runter? Okay. Auf der anderen Seite sein wahrscheinlich, ne? Hier gibt's ja keine Augen mehr. Und auf der anderen Seite? Okay. Okay, okay. Okay, dann fliegen wir da mal rein. Innensteuerung aktiviert. Gotcha. Da, hab eine Verbindung. St. Grant, hören Sie mich? Fraser, bist du das wirklich? Gott sei Scheiße. Wie soll man denn? St. Grant, wir sind hier. Wir kommen nicht zu retten. Mason, ich wusste, du schaffst es. Ich muss ihr so viel erzählen. Oh, verdammt, Axt. Erzähl uns das, wenn du zurück bist. Wir halten deinen Platz frei.
Du musst den Reaktor zerstören. Also wie bei Star Wars, ne? Wo man so reinfliegen muss. Ich denke, ihr habt für genug Ablenkung gesorgt, dass ich meinen Weg herausfinde. Schalte nur den Reaktor aus. Okay, wir probieren's. Okay. Eieiei, so, muss man auch Flugmanöver hier machen, wa? Okay. So, warte. Ich glaube, ich muss rumfliegen so ein bisschen, ne? Ach du Scheiße, da sind ja noch mehr von diesem Laser fallen. Oh Mist. Scheiße, wie soll man das denn schaffen? Oh. Ich kann nicht sehen, von wo die Linie kommt. Ah. Ey, ist das ätzend. Warte mal. Oh. Bisschen geschützt, damit ich mich kurz wieder aufladen kann. Ein Fehler und ich bin tot. Schnell! Oh nein. Oh oh. Hoffentlich krieg ich noch ein Leben. Ich weiß es nicht. Oh. Oh. Oh nein. Oh. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich will hier liegen bleiben. Oh oh. Oh nein. Oh. Oh, das ist ein fieses Ding. Oh. Shit, ey. Und jetzt nichts wie weg da. Das gilt auch für Sie, Sam Grant. Bin schon unterwegs. Wo komme ich raus hier? Das wird ziemlich eng. Wo geht's denn raus? Achso, ich dachte, ich müsste irgendwie selber rausfliegen, aber das muss ich gar nicht. Ja, sehr gut, haben wir den ersten Dreadnought besiegt. Er kommt mit Vollgas. Oh nein! Achtung! Bei den Sternen! Aufprallanstrengung. Helft mir! Den hochzuheben. Was ist denn los? Dem geht's schlecht. Sein Körper wurde mit einem Neurotoxin infiziert. Vitalzeichen lassen nach. Dann tu doch was. Vorsicht! Es sieht nicht gut aus. Nein, ist okay. Kommt näher. Rex, hielt mich auf einer Hüterstation fest. Judge, ich habe etwas gesehen. Folgt den Hütern. Nein! Nein!
hast dein Bestes getan. Wir alle. Unser Bestes? Er ist tot, Hunter. Was bringt uns unser Bestes? Oh, das ist ganz schön traurig, ne? Nach dem Unfall wollten alle nur noch darüber reden. Die taten so, als wäre ich schwach. Das bin ich nicht. St. Grant, er sah das. Er nahm mich mit an Bord und ich lernte euch kennen. Ich konnte ihm nie dafür danken. Er nahm mich auf, als ich niemanden hatte. Levi, du bist eingebrochen. Ja, aber hat er die Polizei gerufen? Ich war so stolz, mit auf diese Reise zu gehen. Als Teil dieser Crew. St. Grant hat mich reden hören und plötzlich war ich hier in Atlas. St. Grant zeigte mir, dass ich alles erreichen kann. Jetzt ist er tot. Er hat sich wohl in mir geirrt. Okay, das reicht. Hör zu, ich habe viele Leute verloren und sowas bringt nichts. Wärst du nicht hier gewesen, wäre St. Grant umsonst gestorben. Du musst hier sein. Wieso? Wer soll uns denn sonst hier rausbringen? Du hättest St. Grants Tod nicht verhindern können. Doch du kannst beeinflussen, was jetzt passiert. Wir müssen den Vormarsch der Legion aufhalten, bevor sie aus Atlas fliehen kann. Wo ist denn Fox, bitte sehr? Sünde, ne? Das ist wieder ein Teil der Hauptgeschichte, wo Fox gar nicht eine Rolle spielt. Traurig. Okay, Leute. Judge hat recht. Grex hört erst auf, wenn wir es zu Ende bringen. Wir lassen nicht zu, dass er noch jemanden wehtut. Aber St. Grant hat gesagt, er sei auf einer Hüterstation. Wissen wir überhaupt, wo das ist? Vielleicht. Jetzt auf nach Kareed. Ich erkläre es unterwegs. Okay, also wie man sehen kann, haben wir gerade einen neuen Mod bekommen. Den holen wir uns jetzt einmal. Wie war das? Die einzigen Bauten der Hüter in den Plejaden stehen in Atlas, oder? Ah ja, bei meinen intensiven Forschungen habe ich aber nur Gräber und Hütertürme entdeckt. Nichts, das groß genug ist, um einen Dreadnought zu starten. Nicht in Atlas A. Aber was ist mit Atlas anderen Sternen? Mann, ich sehe nur einen Stern. Wow, sie sind unsichtbar! Levi, Atlas besteht aus 3 Sternen. St. Grant hat uns auf dem Weg hierher gebrieft. Es ist eine gültige Theorie. Diese Hüterstation könnte sehr gut in Atlas B oder C sein. Aber sie sind Milliarden Meilen entfernt. Zu nah für den Wirbelantrieb und zu weit zum Fliegen. Wir würden es nie schaffen. Also setzen wir Starlink ein. Das kann nicht die Antwort auf alles sein. Was? Nein, wir müssen nur die Reichweite ausdehnen. Das einzige Problem ist, genügend Energie zu besorgen. Ist das überhaupt möglich? Deshalb gehen wir nach Kareed. Ich hoffe, unsere Verbündeten können helfen. Gut, also haben wir jetzt kurz zugehört. Und jetzt gucken wir einmal nach diesen Mods. Die sahen ja verdammt gut aus. Und das ist einer von denen, oder? Hier nicht einsetzen. Aber vielleicht können wir den hier oben einsetzen. Und das für einer. Mir... 40% Energieverbrauch beim Abfahren, minus 40% Energieverbrauch, das ist ziemlich cool. Nehmen wir. Bam. So, Kohle haben wir auch ordentlich bekommen. Noch einige, 21 neue Waffenmods. Hier noch was, wir irgendwas ändern können. Finde ich nicht, ne? Gut, das war's dann für heute. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir uns auf den Weg machen nach Kareed. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, tschüss.